Aloha, kommen wir nun zurück zum Ahonui. Geduldig zu sein wird schwierig, wenn man lange auf etwas warten muss, das man möchte. Dies kann von einer langen Schlange in einem Lebensmittelgeschäft, der Wartezeit eines Kundendienstmitarbeiters am Telefon bis hin zum Warten auf eine Rückmeldung für deinen Traumjob, deine Beförderung im Unternehmen, wo du arbeitest, oder falls du ein Autor wie ich bist, zu einem Vertrag mit einem Verlag reichen. Ich kann bezeugen, dass diese Covid-Ära meine Geduld definitiv viele Male auf die Probe gestellt hat. Nebst der Vorbereitung auf eine Flugreise mit so vielen Auflagen musste ich mich für kleinere Dinge wie einen Haarschnitt oder einen Führerscheinverlängerung gedulden. Dies sind nur kleine Beispiele zu meiner Geduld und ich bin mir absolut bewusst, dass es auf dieser Welt für andere viel größere Herausforderungen gibt. Geduldiger zu werden wird dein Leben und dasjenige deiner Mitmenschen vereinfachen und du wirst auch gesunder. Geduldig zu sein wird dem gegenwärtigen Moment mehr Raum bringen, weil unser Geist in der Zukunft nicht auf ein bestimmtes Ergebnis zusteuert und gestresst wird. Alle werden zustimmen, dass weniger Stress eine bessere Gesundheit bedeutet, denn Ungeduld ist einer der Hauptfaktoren, die zu Stress führen. Die Bewältigung der Auswirkungen von chronischem Stress kann sehr, sehr schwierig sein. Im Laufe der Zeit kann eine anhaltende Belastung durch Stress zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, einschließlich psychischer Störungen wie Depressionen oder Angstzuständen. Auf dieser Reise zu Wohlbefinden und Frieden bist du nicht alleine. So kannst du lernen, deinen Geduldsmuskel zu stärken und Rückschläge, Schwierigkeiten und unerwünschte Hindernisse auf deinem Weg gelassen zu ertragen. Erstens, halte inne und atme. Wenige Atemzüge helfen zur Verlangsamung deines Nervensystems. Es wird dir helfen, dich zu zentrieren und ruhiger zu reagieren. Und nach 10 tiefen Atemzügen ist vielleicht das Warten schon vorbei. Zweitens, nutze die zusätzliche Zeit. Konzentriere dich auf etwas anderes, für das du normalerweise keine Zeit hast. Lese in einem Buch, höre einen Podcast, schreibe etwas Positives auf oder rufe doch einen geliebten Menschen an. Drittens, befreunde die Situation. Achte auf deinen Impuls, die Situation als schlechtes Timing oder unfair wahrzunehmen. Nimm an, dass das Hindernis aufgetaucht ist, weil du langsamer werden und eine Pause machen musst. Viertens, höre auf, dich zu wehren. Lerne auf unwillkommene Umstände zu antworten, statt darauf zu reagieren. Finde Wege, den Widerstand zu reduzieren und übe weiterhin Akzeptanz, wenn du etwas nicht ändern kannst. Fünftens, finde die Lektion. Formuliere neu. Gibt es etwas an der Situation, das sich später positiv auf dein Leben auswirken könnte? Gibt es etwas Positives, das es vorher nicht gab? Oder ist es einfach eine andere Gelegenheit, Geduld zu üben und deinen Geduldsmuskel zu stärken? Sechstens, erkenne die Auswirkungen. Frage dich, habe ich Kontrolle über die Situation? Lässt das Gefühl der Ungeduld die Situation nach oder verstärkt sie sich? Und welche Emotion oder welches
Gefühl wäre jetzt hilfreicher. Und siebtens, versuche eine kurze Meditation. Meditationen müssen nicht immer lang sein. Eine kurze Meditation wird dir helfen, Frustration, Wut oder andere negative Emotionen oder Gefühle zu beruhigen, die sich aus der aktuellen Situation ergeben. Und nun auch hier zum Schluss eine kurze Atemübung. Und das ist die Morgenatmung. So, was du tun kannst, ist am Morgen, du stellst dich hin, dann mit der Bewegung deines Körpers bringst du in die Verbindung mit deinem Atem. Und was du tust, du gehst nach vorne, atmest aus, wieder mit einem Klang und dann kommst du zurück nach oben. Tief einatmen, die Arme ausstrecken und den Atem in dir behalten. Und das dann für dich ein paar Mal so wiederholen. Mahalo und wir sehen uns im nächsten Video. Aloha, wenn dich dieses Video inspiriert und du den Spirit von Aloha auch teilen magst, so teile es mit deinen Freunden, gib einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Dann erhältst du eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video dieser Serie erscheint. Auch dein Kommentar ist herzlich willkommen. Mahalo, Nui Loa.